Es wird konzentriert trainiert am Pfalzner Weiher. Am Samstag geht es zu den Bayern. Da werden kleine Fehler sofort bestraft. Der Club muss hellwach sein. Das findet auch Trainer Michael Wiesinger. Und auch die Spieler wissen, dieses Spiel wird natürlich ein ganz schweres. Ja, richtig, das wird auf jeden Fall ein ganz schwieriges Spiel. Ich weiß auch nicht, wie oft wir überhaupt an den Ball kommen werden. Aber wir werden trotzdem mutig rangehen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir wollen einfach mutig spielen. Und egal, was dann am Ende rauskommt, das wird uns auf jeden Fall weiterbringen. Deshalb sehe ich das Spiel auch als eine sehr große Herausforderung an. Der Japaner hat am Sonntag gegen die Hertha sein erstes Saisontor erzielt und damit auch den Punkt für den Club gesichert. Zufrieden ist Kyo mit sich allerdings noch längst nicht. Ich denke einfach, dass ich mein Potenzial in den bisherigen Spielen noch nicht zeigen konnte. Auch in der letzten Saison ist Kyo trotz seiner 4 Tore und seinen 11 Torvorlagen nie richtig zufrieden mit sich gewesen. Selbstkritisch hinterfragt er ständig seine Leistung. Daran hat auch die Sommerpause nichts geändert. Trotzdem reagiert Kyo überrascht, als er darauf angesprochen wird, ob er schon immer so selbstkritisch war. Ich würde das auch nicht als selbstkritisch bezeichnen. Ich gucke einfach immer, was ich besser machen kann. Das Problem ist einfach, dass ich bisher auch noch kein Spiel hatte, wo ich vollends zufrieden sein konnte. Deswegen, wenn ich mal ein Spiel habe, wo ich sagen kann, das war alles super, da gibt es nichts dran zu rütteln, dann wäre das gut. Die Clubfans können also schon mal gespannt sein auf die weiteren Spiele in dieser Saison. Kyo hat noch einiges vor. Das perfekte Spiel im Clubtrikot soll so schnell wie möglich folgen.